Ja, ein wunderbares Hallo von der Autobahn in Würzburg. Wieder mal ist Ritz on Tour auf der Heimreise. Und da wir Regenwetter haben, kein so schönes Wetter, weder für draußen noch zum Autofahren, kam mir so eine Redewendung in den Sinn. Die heißt so viel wie: Ein gutes Wort ist wie ein Tag Sonnenschein, ein negatives Wort wie 3 Monate Winter oder jetzt hier wie 3 Monate Regen. Ja, positive Worte wirken positiv, bringen den Menschen in eine gute Balance, in ein gutes Gefühl. Aber das hält meist nicht lange an. Während negative Worte sich so wie im Körper speichern, festsetzen und die vergisst man gar nicht so schnell. Positive Worte, die Menschen gesagt haben, merkt man sich, ja, vielleicht auch, aber eben weniger wie die negativen. Vielleicht fallen so die positiven Worte irgendwann mal durch das Raster hindurch, dann vergisst man das wieder, was man je Gutes gesagt hat oder gesagt bekommen hat. Und negative Worte, da erinnert man sich manchmal noch 50 Jahre danach, du hast damals mir genau das gesagt. Ja, woran liegt das? Nun, am Hirnsieb. Falscher Sieb. Das Negative bleibt hängen, das Positive fällt oft durch. Und mit Worten, Worte haben eine riesige Macht, kann man Gutes tun und man kann noch viel, viel schlechtere Dinge tun. So im schlimmsten Falle nennt man das dann Rufmord. Dass man bestimmte Worte verwendet, eben falsche Begriffe und einen Menschen ins falsche Licht stellt. Und Worte sind nichts anderes wie Schwingungen, wie Töne aus der Musik, wie Wasserplätschern und ja, das ganze Universum ist ja nur aus Schwingungen aufgebaut. Und wenn man ein Wort spricht, eine Schwingung aussendet, dann reagieren natürlich bestimmte Körperbereiche besonders und kommen mit in Schwingung, in Resonanz oder in eine nicht so gute Resonanz. Oder eine, ich glaube, die Dissonanz nennt man das. Ja. Und gerade auch so Gewebe wie Blut, der Flüssigkeit, die kommt dann in Schwingung. Und dann kann man eben positive Dinge auswerfen oder negative. So, der Emoto, so ein Wissenschaftler, hat ja diese Wasseranalysen gemacht und so Bilder von Wasserkristallen. Indem er auf die Behälter Worte geschrieben hat, nur Worte, also nicht gesprochen oder so. Und allein das geschriebene Wort hatte schon positive und negative Effekte auf die Kristalle des Wassers. Und das sieht man, wenn schon das geschriebene Wort negative oder positive Dinge auslösen kann, wie viel stärker sind dann die gesprochenen Worte. Und oft ist es so, dass man im Smalltalk oder in der Eile der Zeit gar nicht bewusst wahrnimmt, was man manchmal da so verzapft. Oder manchmal ist es so, habe ich auch schon erlebt, so Smalltalk, bla bla bla, oh, der Depp da, der kann das auch nicht, oder der Idiot da, bla bla bla. Vielleicht meint man es gar nicht böse,
Aber allein schon das Wort ist negativ. Und es löst was natürlich auch nicht nur beim anderen Menschen aus, sondern auch bei einem selber. Wenn man negative Worte aussendet, kommen diese irgendwann in irgendeinem Leben, wer weiß das schon, auf einen zurück. Ja, Resonanzgesetz. Man kann machen, was man will, es kommt immer alles zurück. So sollte man immer seine Worte weise wählen. Denn man kann Menschen mit Worten und mit dem natürlich, was dahinter steckt, hinter diesen Worten, die Denkweise, Menschen richtig verletzen. Und manchmal verletzt man Menschen mit Worten so, dass man diese Dinge nicht mehr gut machen kann. Oder vor Gericht, da soll man ja immer das Richtige sagen. Deswegen hat man so einen Anwalt dabei, dass man ja nichts Falsches sagt, weil dann hat man verloren. Und im Leben ist es noch viel wichtiger, dass man sich dessen bewusst ist, was man da spricht. Weil das ganze Universum eben aus Schwingung besteht und man kriegt die Schwingung wieder zurück. Ja, ich habe gerade mal geschaut, ich stehe gerade hier an der Ampel und hier ist so ein wunderbarer Regenbogen. Ja. Worte sind sehr machtvoll. Das kennt man ja aus den Religionen, diese Lieder für Gott. Die Mantras aus dem Hinduismus haben sehr viel Kraft und Macht. Und dann singt man vielleicht Mantras oder in der Kirche singt man Lieder. Aber nicht nur da sendet man Schwingung eben aus, sondern im ganzen Alltag. Und so sollte man wirklich überlegen, was man spricht. Denn wenn ich eine Schwingung aussende, ein Wort aussende, kann ich das nie mehr zurücknehmen. Es ist gesagt, getan. Und das kann man nicht mehr wieder in den Mund zurückholen. Wie sehr eben durch Worte Menschen verletzt worden sind, die sich dann vielleicht auch umgebracht haben. So hat man sie mit Worten nur drangsaliert, eben Rufmord. Das ist nicht gut. Und oft ist es so, dass man es vielleicht unbewusst macht und gar nicht so bla bla bla, Idiot oder der Depp, der schafft es wieder nicht. Weil man so in seinem eigenen Wahn ist und nicht mehr bewusst ist, wem man was sagt. Und gerade eben Kinder, ja, gerade eben, das kann man streichen, weil bei Erwachsenen ist es auch so. Kinder werden halt neu wie so eine Schallplatte gefräst und die Erwachsenen werden dann getriggert, das ist auch nichts anderes. Und so wird eben so wie die Festplatte neu bearbeitet, neue Informationen drauf. Und eben dieses Negative speichert man sich umso besonders. Weil negative Energien ja dem Körper auch gefährlich sein können, den Körper schädigen, schwächen können. Und der Körper schützt sich. Wenn jemand sagt, du Idiot, dann schützt sich eigentlich der ganze Körper. Weil es könnte ja noch mehr Verletzungen kommen. Und vielleicht, wenn ich ein Idiot bin, vielleicht haut der andere mir auf die Birne. Also körperliche Gewalt kann dann folgen. Denn alles geht so mit einem Gedanken los, mit einem Wunsch, mit einem Wort und Worte werden dann Handlungen. Und wenn man die Worte nicht klug, weise wählt, man muss ja nicht ein Heiliger werden, ständig nur heilige Worte sprechen, aber zumindest bewusster, dass man eben nicht so krasse Verletzungen sagt bei Menschen, die vielleicht eh schon anfällig sind, verletzt worden sind. Das ist sehr wichtig, aber da achtet man eben im Alltag oft gar nicht drauf. Ja, Worte haben ganz viel Kraft. Und wie eben bei diesem Emoto, der die Wasserkristalle
fotografiert hat, löst es eben etwas aus. Und so kann der Mensch eben gute Dinge aussenden, gute Energien und negative. Und wie gesagt, wenn die Schwingung des Wortes ausgesendet ist, dann schwingt es weiter. Kann man da nicht mehr eben zurückholen. Und so sollte man vielleicht nicht so viel plappern, sondern lieber weniger ist mehr, wie in vielen Videos von mir schon gesagt. Weniger ist mehr, auch weniger Worte, dafür gute Worte, kluge Worte, angemessene Worte. Das wäre gut, weil man damit kann man auch Menschen unterstützen, helfen und vor allen Dingen sich selbst. Denn wenn man Worte weise wählt, dann fängt man immer mehr an, nicht nur zu überlegen, was man sagen sollte, könnte, dürfte, wollte, möchte, sondern auch, wie fühlt sich das an, wenn man etwas Bestimmtes ausspricht? Was hat es vielleicht mit mir zu tun? Oder warum kommt vielleicht gerade so von innen so ein Wort, der Idiot, hoch? Wo kommt es her? Also es fördert einfach das Bewusstsein. Wenn man sich eben nicht nur Gedanken macht über das, was man sagt, macht man sich auch Gedanken über den anderen Menschen, wem man was sagt, welche Worte eben. Und man beginnt irgendwann auch zu fühlen, wie fühlt sich das an, wenn ich einen bestimmten Begriff, ein Wort sage. Es ist ja nicht nur das Wort eben, das man spricht, sondern auch die innere Intention. Warum nehme ich dieses Wort? Wie spreche ich es aus? Mit welchem Tonfall? Und so weiter und so fort. Das hat ganz viel Bedeutung für das Miteinander. Wie auch über andere Menschen geredet wird, wenn man nur schlecht redet. Den Negativen, die können das nicht und die sind schlecht und die sind schlecht. Ja, da könnte man mal gucken, wer ist vielleicht der Schlechte, der schlecht redet oder der anscheinend schlechte Dinge tut. Weil wir haben doch alle keinen Heiligenschein. Und so muss man nicht absolut negativ über andere immer sprechen. Ja, wie gesagt, man kann andere verletzen und aus dem Wort entsteht die Handlung. Und vielleicht das, was man sagt, auch wenn andere vielleicht sagen, ich hau dir gleich eine rein und dann lacht man, das macht er eh nicht. Aber die Tendenz ist dann vielleicht da. Das weiß man nicht. Aber wenn jemand schon mal solche Worte sagt, dann ist vielleicht schnell mal eine Handlung draus entstanden. Ja, die Ampel ist immer noch zäh fließend. Ich sage mal auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.